Kapitel 15 von Aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15. Der Sultan, der bis jetzt unendlich um seine Tochter sich gegrämt, war vor Verwunderung wie gelähmt, als morgens breit und gegenständlich, zurückgekehrt zum alten Platz, das Schloss zu ihm herübergrüßte. Der Anblick bot ihm für verbüßte Betrübnis reichlichen Ersatz. Er ließ ein Pferd sich satteln, trabte zum Schloss, verfügte sich geschwind zu seinem lang entbehrten Kind, und ihre Zärtlichkeit erlabte sein Vaterherz. Dann wollte er wissen, welch unglückselige Verkettung sie damals plötzlich ihm entrissen und welchem Umstand ihre Rettung zu danken sei. Mit knappen Strichen erzählte sie vom fürchterlichen Schwarzkünstler, der durch Zaubermacht sie mit dem Schloss entführt bei Nacht. Wie von dem Schändlichen bedrückt, sie schon geglaubt, ihm zu erliegen, bis ihrem Gatten es geglückt, List gegen List ihm obzusiegen. Ihr Vater war damit zufrieden. Und als nunmehr auch Aladdin ins Zimmer kam, da zog er ihn an seine Brust und sprach: »Hienieden, ist man dem Irrtum ausgesetzt, vergib mir, wenn aus Übereilung, mein Sohn, ich blindlings dich verletzt. Du brachtest mir einen Schmerzenheilung, indem du mir mein Kind befreit und sie behütet hast vor Schande. Dies danke ich dir für alle Zeit.« Gefeiert ward im ganzen Lande die Wiederkehr des jungen Paars. Ihr Glück verdüsterte kein Schatten, doch nicht die letzte Prüfung war's, die beide zu bestehen hatten. Der Zauberer nämlich, der ein Leben von großer Zähigkeit besaß, war durch das Pulver aus dem Fraß der Geiermann ihm übergeben, in Wahrheit nur betäubt gewesen, von seinem Scheintod aufgewacht, am nächsten Tag und bald genesen. Er schwor, von Racheglut entfacht und vollgepfropft mit Gift und Geifer, er wolle vor Vergeltungseifer nicht rasten fürder und nicht rosten, und drum begann zum dritten Mal, er schleunigst über Berg und Tal, die Reise nach dem fernen Osten. Nach einem ganzen Wanderjahr, voll Mühe, Drangsal und Gefahr, kaum in der Hauptstadt angekommen, war er nach einem neuen Kniff, Umschau zu halten, im Begriff. Er hörte dort von einer frommen, betagten Wundertäterin erzählen, die Fatme hieß, und sich mit schlicht erhabenem Sinn der stillen Andacht überließ in einer abgeschiedenen Klause. Durch Gassen, die man ihm beschrieb, schlicht zu ihrem kleinen Hause, bei dunkler Nachtzeit wie ein Dieb, drang in ihr ärmlich Zimmer, weckte, mit Rom schüttelnde erschreckte, hielt ein Dolch vor ihr und sprach: »Du sollst entseelt zugleich erblassen, kommst du nicht meiner Vorschrift nach. Sie musste mir ihre Kleider lassen, so wie dein Schleier und die Haube, nebst dem geweihten Rosenkranz. Obwohl dem Räuber sie sich ganz willfährig zeigte, ja zum Raube, hilfreich sogar die Hand im Boot, stach er sie vorsichtshalber tot. Sodann vor dem Spiegel schor, dem bat sich weg der Halsabschneider, warf sich in seines Opfers Kleider, und als die Sonne stieg empor, trat verschleiert auf die Gasse. Der eine sprach zum anderen: »Schau, dort geht einher die fromme Frau«, und eine große Menschenmasse umgab ihn rings voll Dankgefühl und folgte, Segenswünsche hegend, ihm nach bis des Schlosses Gegend. Als die Prinzessin das Gewühl vom Kuppelsaal herunterlugend wahrnahm und obendrein erfuhr, dass all das bunte Volk der Spur Fatimens folgte, deren Tugend und Heiligkeit ihr längst bekannt, als der Verehrung gegenstand und als das Vorbild frommer Sitten, da dachte sie, dass ihr gezieme, die Frau zu sich heraufzubitten. Zu der vermeintlichen Fatime kam eine Botin sie zu holen. Der Zauberer, nicht an seinem Sieg mehr zweifelnd, schmunzelte verstohlen, als er mit ihr den Saal erstieg und fing, nachdem er ihn betreten, mit solcher Inbrunst an zu beten, dass die Prinzessin sich verneigte, voll Ehrerbietung, da der Schlimme sie ansprach mit verstellter Stimme, so wie hinter vielen Schleiern zeigte sein glatt geschorenes Gesicht, erkannte ihn betrübt oder nicht, und sprach: »Lass mich die Gunst begehren, Fatime, dass du dauernd weilst an unserem Herd und gute Lehren zum frommen Wandel mir erteilst.« Der abgefeimte Tückebold erklärte gern sich einverstanden, das war es ja, was er gewollt. Ein stilles Zimmer ist vorhanden, im Schloss fuhr die Prinzessin fort, mit ihrer gläubigen Betonung, und deiner Andacht wirst du dort obliegen können ohne Störung. Erst aber mögest du mir ehrlich gestehen, wie dir das Schloss gefällt.« Der Zauberer gab zur Antwort: »Schwerlich ist seinesgleichen auf der Welt, und dennoch trotz der Raumverschwendung und dem Geschmack der Farbenwahl bedrückt mich, dass in diesem Saal noch etwas mangelt zur Vollendung.« »Was ist es?« scheinbar auf ihr Drängen erwiderte der Schuft: »Verzeih, von dieser Kuppel müsste ein Ei des Vogels Roch herunterhängen.« Sie fragte, wo man das wohl fände. Der Zauberer drauf: »Gewaltig groß ist dieser Roch und nistet bloß auf spitzen schroffer Bergeswände.« Sie dankte für den Rat und führte die falsche Heilige noch immer, nichts ahnend, selber auf ihr Zimmer. Zum Saal zurückgekehrt verspürte nun die Prinzessin an der Angel des Zaubers Haft in jenem Mangel, den nie zuvor sie wahrgenommen. Als Aladdin von einem Ritt
heimkommend ihr entgegenschritt, war sie so verwunderlich beklommen, daß er sie fragte nach dem Grund. Sie mußte ihm ihr Gelüst enthüllen, und er, sobald ihr Wunsch ihm kund, gab ihr sein Wort, ihn zu erfüllen. Er ging alsbald in sein Gemach und rieb die Lampe, die verschlossen, jetzt stand in einem sichern Fach. Nachdem der Geist emporgeschossen, sprach er, dich wiederum zu sputen, befehl ich dir, es fehlt uns noch im Saal das Ei des Vogels Roch. Verschaff mir's binnen 3 Minuten. Kaum war das Wort entflohen, da fing der Geist so furchtbar an zu dröhnen, zu schreien, zu wimmern und zu stöhnen, daß Hören ihm und Sehen verging und zitternd er zu Boden sank. Elender, brüllte mit Gepolter der Riese, spannst du mich zum Dank für meinen Frondienst auf die Folter. Befiehl, ich soll auf meinen Schwingen als Deckenschmuck für seinen Saal dir meinen eigenen Vater bringen. Sei froh, wenn nicht mein Donnerstrahl dich und dein Schloss zur Asche wandelt. Ich weiß, zu deinem Glück du hast nicht aus dir selbst so gehandelt. Dein Todfeind wählt dir zu Gast. Er ward nicht von dir umgebracht. Nein, kam ins Land, um sich zu rächen. Er gatterte durch ein Verbrechen der heiligen Fatime Tracht. Und deine Frau von ihm umgarnt trieb zu dem schändlichen Befehle dich arglos an. Drum sei gewarnt, ihr wilder Meuchlings an die Kehle. Sprach's und verschwand. Sofort verfügte sich Aladdin zurück zum Saal, wo seine Gattin sich vergnügte, mit einem Beispiel und befahl, man möge ihm gleich Fatime holen. Sei mir gegrüßt, rief Aladdin, als der vermummte Feind erschien. Denn warm hat man dich mir empfohlen. Gib, fromme Frau, mir deinen Segen. Der Zauberer kam ihm sacht entgegen. Und als er bemerkte, wie der Strolch ein Messer unter seinem Kleide heimlich herauszog aus der Scheide, schnell griff er seinen eigenen Dolch und bohrte dessen scharfes Erz dem Schurken mitten in das Herz. Von seinem Blute ward im Saal der Boden ringsumher gerötet. Weh, was begingst du, mein Gemahl? Du hast die Heilige getötet, schrie Bedrulbudur sich verfärbend. Er aber sprach voll Seelenruh. Nein, liebe Gattin, komm herzu. Hätte ich gesäumt, so läge sterbend ich selber hier, denn dieser Tote bekam den Lohn, der ihm gebührt. Erkenne ihn, der dich einst entführt und jetzt mit Meuchelmord mir drohte. So hatte glücklich unser Held sich des Verfolgers nun entledigt, der ihm beharrlich nachgestellt und ward vom Schicksal reich entschädigt für allen ausgestandenen Harm. In der geliebten Tochter arm entschlief im hohen Greisenalter der Sultan und sein Schwiegersohn mit seiner Frau stieg als Verwalter des weiten Reiches auf den Thron. Sie herrschten als beglückte Leute, umringt von Kind und Kindeskind, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie gewiss noch heute. Ende von Kapitel 15. Ende von Aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda. Gelesen von Elli, August 2012.